Wir sind umgeben von einer Unzahl von Symbolen und Zeichen. Wir drucken sie auf Plakate, auf Kleidung, auf Möbel, Straßenschilder, stellen sie sogar ins Internet oder an die Börse. Und dann betrachten wir sie noch im Fernseher. Aber wissen wir eigentlich noch, was sie bedeuten? Das 20. Jahrhundert erlebte mehr Kriege als die ganze Menschheitsgeschichte zuvor. Leiden wir etwa unter Überlastungserscheinungen? Um wieder Herr unserer selbst zu werden, müssen wir begreifen, woher wir eigentlich kommen und wo wir schon waren, um schließlich erfassen zu können, wer wir überhaupt sind. Lassen Sie uns also aufbrechen, zu einer Reise zu unseren Ursprüngen, die zu einer Reise in unsere Freiheit werden wird. Ägypten, Land der Pyramiden und Pharaonen. Vor tausenden von Jahren befand sich hier die Wiege der abendländischen Kultur. Unsere Wissenschaft, Literatur und Philosophie haben hier ihre Wurzeln. Tatsächlich scheint es so, als wäre nicht nur die Wissenschaft, sondern auch das Gottesbild der Menschen einem ständigen Wandel unterworfen. Und anscheinend steht dieser Wandel im Zusammenhang mit der Wanderung der Sonne durch die Sternbilder des Tierkreises. Alle 2200 Jahre ungefähr tritt die Sonne auf ihrem Weg in ein neues Tierkreiszeichen ein. Ein voller Durchlauf der Sonne durch den Tierkreis dauert ca. 25.000 Jahre. Man nennt dies auch ein platonisches Jahr, um es vom Erdenjahr zu unterscheiden. Die scheinbare Bewegung der Sonne durch den Tierkreis bezeichnet man als Präzession. Sie wird offenbar hervorgerufen durch eine Taumelbewegung der Erdachse. Ganz ähnlich wie ein Kreisel, den man dreht und der mit der Zeit immer heftiger zu taumeln beginnt. Die Ägypter waren wohl die ersten, die diesen Wandel der Sonnenzeitalter bemerkten und ihn in ihre Religion verflochten. Darum ist es ganz entscheidend, wie weit die Ursprünge der ägyptischen Hochkultur eigentlich zurückreichen. Orthodoxe Wissenschaftler behaupten, die ägyptische Kultur wäre maximal 6000 Jahre alt. Unabhängige Wissenschaftler halten sie für wesentlich älter. Dabei vertreten beide Seiten ihre Argumente mit Vehemenz. Und beide Seiten haben oft keine Probleme damit, sich die Beweise für ihre Thesen selbst zu schaffen. Ein Beispiel für diesen Streit ist die sogenannte Narmer-Palette. Sie wurde 1898 in Hierakonpolis gefunden. Ihr Name hielt diese Schmuckscheibe nach den Hieroglyphen für Wels und Meißel, Nar und Meer, die über der Darstellung der Hauptfigur stehen. Der Name Narmer ist dann aber auch schon alles, was über die Palette mit Sicherheit zu sagen ist. Die moderne Archäologie hat sich inzwischen darauf geeinigt, dass es sich bei der Platte um die Darstellung der sagenhaften Einigung Ägyptens unter einem sonst nicht zeitlich verorteten König Narmer handelt. Dementsprechend schwanken auch die Daten, die Herstellung der Platte angegeben werden. Allgemein nimmt man inzwischen die Zeit zwischen 2800 und 3200 vor Christus an. Aus dem ganz einfachen Grund, dass in der offiziellen Chronologie Ägyptens in dieser Zeit noch ein Platz frei ist. Doch abgesehen von Abhandlungen über die sogenannten Papyrusstauden auf dem Rücken des Feindsymbols und einige andere Ungereimtheiten der Platte, haben all diese Thesen wenig Fassbares an Material geliefert. Doch es gibt noch einen anderen Ansatz. Ein Hauptmerkmal der ägyptischen Kultur, das wohl jedem vertraut ist, waren ihre gigantischen Pyramiden. Doch nicht nur in Ägypten wurden Pyramiden errichtet. Auch die Maya, die Inka und die Azteken errichteten monumentale Steinpyramiden. Und selbst in China wurden ganze Felder von Pyramiden gefunden. Was einte all diese Kulturen, wie überhaupt alle Hochkulturen der Vergangenheit? Ihr Blick war nach oben gerichtet, an den Himmel. Selbst in Europa wurden Steinkreise gebaut, um den Lauf der Himmelskörper zu erfassen. Und nicht zuletzt beweist die vor einigen Jahren gefundene Himmelsscheibe von Nebra, dass sich die Gedanken unserer Vorfahren zu einem nicht unwesentlichen Teil um den Himmel über ihnen drehten. Für einen modernen Menschen, der es gewohnt ist, die Abendstunden vor Schaufenstern oder Fernsehern zu verbringen, ist dies schwer vorstellbar.
Für die Menschen früherer Zeiten war der Nachthimmel über ihnen die gewohnte Realität. Es ist bekannt, dass sich die ägyptischen Pharaonen, wie auch die meisten späteren Herrscher, als vom Himmel legitimiert oder sogar selbst als Inkarnation von Himmelskörpern darstellten. Im Mittelpunkt stand dabei sicher die Sonne. Aber auch die anderen Sterne und Planeten mussten kartografiert und festgehalten werden, um die Macht des Herrschers zu stützen. Tatsächlich gehen unsere heutigen Sternbilder auf die Ägypter zurück. Sehen wir uns die Nama-Palette etwas genauer an. Im Zentrum der Vorderseite erkennen wir die als Nama bezeichnete Figur. Und auch in der ägyptischen Götterwelt stand eine Figur im Mittelpunkt: Osiris. Die Ägypter bezeichneten das Sternbild, das wir als Orion kennen, als Seele des Osiris. Vergleichen wir nun einmal die Darstellung von Nama mit dem Sternbild Orion, so fallen die Ähnlichkeiten sofort auf. Und es wird klar, entweder wird Nama als Orion dargestellt, oder Nama ist selber Orion, die Seele des Osiris. Dann wäre die Nama-Palette keine Darstellung eines Kriegszuges, sondern eine Karte ägyptischer Sternbilder. Und vielleicht die älteste Darstellung von Sternbildern überhaupt. Denn nicht nur Orion ist hier zu erkennen, wir sehen auch das Sternbild Zwillinge, den Stier, die Konstellation, die wir heute als Canis Major kennen, das Sternzeichen Phönix, damals noch auf der Nordhalbkugel sichtbar, und mit einiger Fantasie sogar das Gesicht der Sphinx, eine Kombination der Sternbilder Eridanus und Lepus. Doch welches Ereignis wird nun eigentlich dargestellt? Einige Wissenschaftler meinen, Nama würde gerade einen Feind erschlagen. Doch es macht eher den Eindruck, als würde Nama die Keule in seiner Hand im Triumph erheben. Doch Triumph über wen eigentlich? Nun, das sehen wir, wenn wir uns die Szene so ansehen, wie sie wirklich am Himmel erscheint. Das Sternbild Orion befindet sich genau zwischen den Sternbildern Zwillinge und Stier. Am Kopf der Platte befinden sich jeweils Stierköpfe. Und an ihrem Fuß auf beiden Seiten sehen wir die Zwillinge. Auf der Rückseite sieht man es ganz explizit. Der Stier vertreibt die Zwillinge. Dies nun ist genau die Situation, die sich 4400 vor unserer Zeitrechnung am Sternhimmel zeigte. In dieser Zeit fand nämlich der Übergang vom Zeitalter der Zwillinge zum Zeitalter des Stiers statt. Nama triumphiert also über einen der Zwillinge, wie man auch an der Haartracht des Mannes erkennen kann. Nicht nur ist die Nama-Palette mehr als 1000 Jahre älter als die Wissenschaft behauptet. Sie ist keine Darstellung eines politischen, sondern eines astronomischen Ereignisses vor mehr als 6000 Jahren. Haben die Ägypter also etwa schon 1000 Jahre vor dem ersten uns bekannten Herrscher Kenntnisse über die Präzession der Sonne gehabt, die zu dem Wandel der Sonnenzeitalter führt? Wir wissen jedenfalls, die Hauptrolle bei diesem Ereignis spielte für die Ägypter ein gewisser Name, den wir heute als das Sternbild Orion kennen, und der für die Ägypter die Seele ihres obersten Gottes Osiris darstellte. Wieso nun hatte Orion diese besondere Bedeutung für die Ägypter? Nun, die Wissenschaft steht hier vor einem Phänomen, das in seinen Dimensionen noch nicht annähernd erfasst wurde. Wir wissen inzwischen mit Sicherheit, dass sich die Ägypter beim Bau ihrer Pyramiden am Sternbild Orion orientierten. Die Anlage der drei großen Pyramiden in Gizeh ist eine genaue Projektion des Gürtels des Orions auf die Erde. Sie finden das erstaunlich? Nun, diese Fakten sind seit längerer Zeit bekannt und die Wissenschaft tut sich schwer damit, dies zu akzeptieren. Wir haben bereits festgestellt, dass aber auch andere antike Völker ähnliche Pyramiden anlegten. Sowohl in Amerika als auch in China fand man gigantische Pyramiden, die die ägyptischen teilweise sogar übertrafen. Das Überraschende daran? Sowohl die ägyptischen als auch mexikanischen und die chinesischen Pyramiden wurden nach demselben Plan angelegt.
nämlich nach der Anordnung der Sterne im Sternbild Orion. Wieso war Orion so bedeutend für diese Kulturen, dass sie ihre größten Heiligtümer nach ihm gestalteten? Was seine Rolle als Herr der Präzision, also als Herrscher der Sonnenbahn durch den Tierkreis? War er der erste Sonnengott? Um zu erklären, wieso Orion für die Ägypter so große Bedeutung hatte, muss man näher auf die Geschichte von Osiris eingehen. Anscheinend war Osiris die Verkörperung des Sternbildes Orion. Aber was war der Hintergrund? Die Geschichte von Osiris lautet in etwa so: Osiris herrschte als erster göttlicher Pharao über Ägypten, zusammen mit seinem Bruder Seth. Doch Seth war neidisch. Er überredete Osiris, in einen Sarg zu steigen, versiegelte ihn mit Blei und warf ihn in den Nil. Osiris ertrank, doch der Sarg wurde in Phönizien angespült und von einer Zeder umwachsen. Diese Zeder wurde vom König von Byblos in seinem Palast als Säule verbaut. Isis, die Gemahlin und Schwester von Osiris, erfuhr davon und konnte mit Hilfe des Königs von Byblos den Sarg wieder nach Theben bringen. Doch Seth fand ihn, zerstückelte die Leiche und verteilte die Stücke übers ganze Land. Isis konnte jedoch alle wiederfinden, bis auf eines, den Phallus. Sie setzte Osiris also wieder zusammen und steckte ihm einen künstlichen Phallus an. Dann belebte sie ihn als Vogel wieder und Osiris wurde zum Gott der Unterwelt. Seinen Platz übernahm sein Sohn Horus. Horus rächte seinen Vater, indem er Seth tötete. In Karnak ist Horus abgebildet, wie er Seth in Nilpferdgestalt tötet. Soweit die Legende. Doch diese Geschichte erzählt nur, was mit Orion nach seiner Glanzzeit geschah. Nicht davor. Die Herrschaft von Osiris als Obergott war anscheinend nicht von Dauer. Als das Zeitalter des Widders anbrach, über 2000 Jahre nach der Namepalette, wurde er von Horus abgelöst, dem neuen Gott des Widderzeitalters. Osiris blieb zwar Hauptgott, aber nur in entmannter Form, als Säule, Pfeiler oder Mumie. War Osiris tot? Ja. War damit der Mythos Orion beendet? Ganz und gar nicht. Wir finden Orion, also Name, schon bald in Sumer wieder. Auf einer Stele von 2300 vor unserer Zeitrechnung. Hier trägt er den Namen Naaran. Wieder trägt er Bogen und Speer und den typischen Schutz des Orion. Zur selben Zeit finden wir ihn auch als Sonnengott Shamash auf einer sumerischen Tafel. 500 Jahre später finden wir ihn in Phönizien als Baal. Und zur selben Zeit auch in Babylon, unter dem Namen Namre-Ut, auch bekannt als Marduk. In der Bibel schließlich taucht er als Nimrod auf, der erste und große Jäger. Der Name Orion übrigens entstand zur selben Zeit. Er kommt von Uru-Anna, was in Akkadisch so viel wie Licht des Himmels bedeutet. Und auch die Wurzel des Namens Uranus sein dürfte. Damit wäre Orion auch der Urgott der Griechen und Römer. Gewöhnlich erfährt man in Büchern nur, wie verschiedene Kulturen verschiedene Götterkulte entwickelten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ein Gott Orion wurde anscheinend auf der ganzen Welt auf die gleiche Art verehrt. Im Altertum verbreitete sich, wie wir gesehen haben, die Figur des Orion als Name, Baal oder Uranus, im ganzen europäischen Kulturkreis. Man könnte nun denken, durch diese gemeinsame Religion wären sich die Völker näher gekommen. Doch leider ging damit der Ärger erst richtig los. Denn jeder machte aus dem ursprünglichen Kult um das Sternzeichen Orion seine ganz eigene Sache. Doch auf welche Weise? Schon früh gelangte die ägyptische Kultur nach Phönizien. Phönizien galt wörtlich als Erbe Ägyptens. Die Phönizier belieferten das ganze Mittelmeergebiet mit Zedernholz und Purpur und kamen dadurch in Kontakt mit den Ägyptern.
Doch der Melkart-Kult, den sie aus einer Mischung von Osiris, Horus und Seth-Verehrung entwickelten, verlangte Kinderopfer. Ihre Erstgeborenen opferten die Phönizier dem Baal Melkart. Hatten sie dies von den Ägyptern gelernt? Die Babylonier übernahmen ebenfalls den Orion-Kult. Doch ihr Name Ut, auch bekannt als Marduk, der Stadtgott Babylons, war bald weder Osiris ähnlich noch Horus. Der Marduk Babylons wurde dem Planeten Jupiter gleichgesetzt. Ganz ähnlich, wie es auch die antiken Griechen taten. Auch ihr Himmelsvater Zeus war der Planet Jupiter. Wollen wir diesen Unterschied verstehen, müssen wir näher auf die Natur des Gottes Horus eingehen. Wir haben bereits gehört, dass Osiris durch seinen Sohn Horus abgelöst wurde. Wie die Ägypter es sagen, geschah dies aber durch die Schuld des bösen Bruders des Osiris, Seth. Wie wir gesehen haben, war Osiris nichts weiter als die Personifikation des Sternbildes Orion. Doch wer waren Seth und Horus? Die ägyptische Geschichte gibt keine weiteren Hinweise. Wie eine Gottheit von der Bedeutung des Orion von zwei kleinen regionalen Göttern abgelöst werden konnte. Suchen wir also an anderer Stelle. Und siehe da, es gibt tatsächlich Hinweise auf die eigentliche Bedeutung, die hinter dem Kampf des bösen Erdgottes Seth und seinem guten Zwillingsbruder Horus steckt. In der griechischen Göttergeschichte finden wir nämlich auch eine Version der Geschichte, wie es zur Entmannung des Orion kam. Doch sie geht etwas anders. Uranos, die griechische Entsprechung Namos, war mit Gaia, der Erdgöttin, verheiratet. Ganz ähnlich wie auch Osiris mit Isis, der großen Mutter, und seiner eigenen Schwester. Uranos war auch wie Osiris der Himmelsgott. Doch Uranos hatte keinen Bruder. Und er wurde auch nicht von diesem entmannt, sondern von seinem eigenen Sohn, Kronos, dem Gott, den die Römer als Saturn bezeichneten. Was man vielleicht in der Geschichte vom bösen Seth und dem guten Horus erahnen kann, es handelte sich dabei um ein und dieselbe Gottheit. Es war niemand anders als der Planet Saturn. Der alte Himmelsgott Orion wurde durch einen Planetengott abgelöst. Und dies zufällig genau zu der Zeit, als das Stierzeitalter, das Orion eingeleitet hatte, durch das Witterzeitalter abgelöst wurde. Wieso wurde nun gerade Saturn zum Sohne Orions? Wir wissen es nicht. Dass es allerdings so war, kann man nicht nur aus der griechischen Mythologie erfahren. Der phönizische und später der karthagische Kinderopferkult galt ausdrücklich dem Saturn. Ein Echo dieses Blutkultes finden wir in der Geschichte, wie Saturn seine eigenen Kinder fraß. Aus Furcht nämlich, er könnte von seinem eigenen Kind entmannt werden, wie er selbst seinen Vater Uranus Orion entmannt hatte. Doch Saturn fraß nicht seine eigenen Kinder. Er fraß die Erstgeborenen der Phönizier und Karthager und vielleicht auch die der frühen Griechen. Es nützte ihm allerdings wenig. Aus irgendeinem Grund übernahm bei den Griechen, wie auch bei den Babyloniern, Jupiter die Macht und entmannte wiederum seinen Vater Saturn. Dies könnte vielleicht mit den Wirren zusammenhängen, die um 1200 vor unserer Zeit den Mittelmeerraum erfassten und die besonders die Griechen und später auch das Zweistromland in Mitleidenschaft zogen. Durch eine solche Krise könnte es zum Sturz des Saturn, zumindest in einem Teil der alten Welt, gekommen sein. Doch wie erging es dem Horus-Saturn-Kult bei anderen Zivilisationen? Aus der Bibel wissen wir, dass auch die alten Israeliten mit der ägyptischen Zivilisation Kontakt hatten. Die alten Hebräer sind ein besonders interessanter Fall, da sie von gleich vier verschiedenen Götterwelten bedeutende Einflüsse erhielten. Man kann diese multiplen Ursprünge an der Vielzahl der Namen ablesen, die sie ihrem Gott gaben: Jahwe, Jehova, El, Elohim, Adon Adonai und auch der verhasste Moloch und Kewan. Da war zum einen der Ursprung des Volkes Israel. Wie wir wissen, stammte der Urvater der Israeliten und Araber, Abraham, aus Babylonien, also dem heutigen Irak. In Sumer, wie es damals hieß, wurde Orion als Sonnengott Shamash und auch als erster Jäger Naram verehrt. Auch Isis, die Gattin von Osiris, wurde als Ishtar verehrt. Einen Unterschied zur ägyptischen Kultur gab es allerdings bereits.
Es gab auch einen Kult um einen Gott des inneren Lichts, Ilu, der später die Grundlage der großen monotheistischen Religion werden sollte. Diesen Ilu verehrten die alten Israeliten unter dem Namen El, will man der Bibel glauben. Und Abraham wanderte, so sagt die Bibel, nach Ägypten. Geschichtlich ist nachzuweisen, dass es zu Beginn bis zur Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus in Ägypten die Hyksos einfielen und herrschten. Die Hyksos stammten aus Palästina. Und es wird von Manetho berichtet, dass die einheimischen Sklaven und Aussätzigen sich mit dem Hyksos verbündeten und Ägypten terrorisierten. Der Anführer dieser Sklaven, Osarsif, war ein Priester aus Heliopolis und verbot ihnen, die Götter anzubeten. Als die Hyksos geschlagen wurden, so Manetho, mussten wohl auch ihre ägyptischen Verbündeten mit ihnen gehen. Die Geschichte, die Manetho erzählt, hat starke Ähnlichkeit mit der Geschichte Echnatons, des großen Ketzers, der in Ägypten den Monotheismus einführen wollte. War Moses in Wirklichkeit Echnaton? Oder zumindest ein Priester Atons, wie Sigmund Freud dachte? Auf Scherben aus der Zeit des jüdischen Königtums fand man die geflügelte Sonnenscheibe des Aton Horus als königliches jüdisches Siegel. Gleichzeitig gibt es noch ein anderes interessantes Detail. Als die Hyksos, also die semitischen Barbaren, in Ägypten herrschten, nahmen sie den ägyptischen Glauben an. Aber sie machten Seth, den bösen Bruder von Osiris, zu ihrem Hauptgott. So vermischten sich also in Ägypten die verschiedenen Kulte um El, Aton und Seth zu einer ganz neuen Religion. Auch nach dem Exodus der Israeliten aus Ägypten gibt es noch interessante Einzelheiten. So ist besonders verwunderlich, wieso die Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten 40 Jahre brauchten, um in das benachbarte Palästina zu gelangen. Verirrten sie sich etwa und sahen Kanaan vor lauter Kanaaniter nicht? Wieso sollten sie auf der Halbinsel Sinai herumirren, wo diese doch zum Reich des Pharaos gehörte? Oder gingen sie vielleicht erst einmal in eine ganz andere Gegend? Siehe, ich will zu dir kommen in einer dicken Wolke. Da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dicke Wolke auf dem Berge. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, darum, dass der Herr herab auf den Berg fuhr mit Feuer, und sein Rauch ging auf wie ein Rauch vom Ofen, dass der ganze Berg sehr bebte. Und alles Volk sah den Donner und Blitz und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Der biblische Berg Sinai war in Wirklichkeit ein Vulkan. Und der Gott Jahwe, den die Israeliten seitdem verehrten, ein Vulkangott. Doch da gibt es einen Haken. In der Gegend, die wir heute als Wüste Sinai kennen, gibt es keine Vulkane. Wohl aber auf der benachbarten arabischen Halbinsel. Und tatsächlich heißt es in der Bibel, dass der Berg Sinai in Arabien liege. Erst Kaiser Konstantin nämlich verlegte per Dekret den Berg auf die Halbinsel mit dem Namen Sinai. Die Israeliten kamen also von ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung als Anhänger eines Vulkangottes Jahwe zurück. Unterwegs hatten sie noch einmal kurz der ägyptischen Stiergöttin Hathor geopfert, deren alter Mann tatsächlich an der besagten Stelle gegenüber der Südspitze des Sinai fand. In der Bibel ist diese Geschichte als der Tanz um das goldene Kalb zu finden. Doch auch hier war die Geschichte religiöser Entdeckungen für das Volk Israel noch nicht beendet. Denn zu ihren neuen Nachbarn hatten sich die alten Israeliter das Volk Kanaan ausgewählt, besser bekannt als die Phönizier. Wie wir bereits gehört hatten, opferten die Phönizier dem Gott Saturn ihre Erstgeborenen. Und es dauerte nicht lang, und diese Tradition begann auch bei der israelitischen Priesterschaft Anklang zu finden. König Salomon selbst ließ, als das alte Reich Israel noch existierte, seinen Tempel nach phönizischem Vorbild errichten. Und seine Gattin brachte ihn dazu, im Jerusalemer Tempel selbst einen Altar für ihre, also für phönizische Götter zu errichten. Der Moloch-Kult, wie er in Anlehnung an Melkart genannt wurde, begann sich auszubreiten. Die Israeliten opferten ihre Erstgeborenen im Feuer einer Bronzestatue und beteten den Stern Kewan oder Chun an, den Planeten Saturn. Und dies war nur die offizielle Seite des Kultes. Inzwischen weiß man noch von einer geheimen Tradition, die auch schon von den Phöniziern betrieben wurde.
Im Haus eines Priesters im phönizischen Ugarit fand man folgende Geschichte, eingeritzt auf einer Tontafel. El, der oberste Gott, lädt zu einem Festmahl in seinem Tempel. Doch die Gäste fressen wie Hunde. Der Torwächter, einer der beiden Söhne Els, ist abgestoßen und wirft seinem Vater El vor, dass er nicht neben seiner Frau sitzt, sondern neben einer anderen. El besäuft sich daraufhin und muss nach Hause getragen werden. Einer seiner beiden Söhne versucht El also zur Ordnung zu rufen, aber sein anderer Sohn, der im Dunkel Baal mit Hörnern und Schwanz, jagt El und stellt ihn schließlich. El entleert seinen Darm und fällt wie tot um, wird wie einer, der ins Totenreich geht. Man erkennt hier ganz deutlich die Geschichte des Mordes an Osiris. Nur dass plötzlich Osiris, also El, zu einem Säufer und Hohnbock geworden ist und sein böser Sohn Seth triumphiert, während sich El in die Hosen macht. Eine extremere Form von Gotteslästerung findet man sicher auch im modernen Satanismus nicht. Und dies, wie gesagt, gefunden im Hause eines Priesters. Doch zurück zum offiziellen Moloch-Kult. Allein schon wegen des Schreckens, den dieser Kult verbreitete, entspannt sich ein jahrhundertelanger Streit zwischen der jüdischen Priesterschaft, die durch das Anrecht auf die Erstgeborenen Macht gewann, und den sogenannten Propheten, die nicht daran glaubten, dass ihr Gott Kinderopfer verlangen würde. Und dieser Streit nahm immer größere Ausmaße an. Denn nicht nur Israeliten selbst fanden das Kindermorden abscheulich, sondern auch die Nachbarn Phöniziens und Judas. Und so erhob sich der König Babylons, Nebukadnezar II., der selbst nie einen Krieg geführt hatte, gegen die beiden Länder Kanaan und Juda und führte die Priesterschaft und den Tempeladel in die Gefangenschaft, um den Moloch-Kult auszurotten. Habe ich die Knechte der Finsternis nicht furchtbar geschlagen? Vertilgt ihre Stätten, verbrannt den Höllenschrein, hingerichtet ihre Priester und Anführer, gefangen ihre Oberen? Hart verfuhr ich mit den Sendlingen des finsteren Geistes. Aber der König von Babylon ist ein gerechter Mann. Er lässt Gnade walten gegen den, der bereut und dem Bösen abschwört. Leider erreichte Nebukadnezar zwar sein Ziel und der Moloch-Kult nahm ein Ende, doch die Lage für die Israeliten verschlimmerte sich zusehends. Kaum waren sie durch die Mithilfe des persischen Königs vom babylonischen Gegner wieder befreit, wurden sie von ihrer eigenen Priesterschaft in eine totalitäre Unterdrückung geführt. Die judäischen Priester entwickelten ein eng gesponnenes Regelwerk, das zwar das Überleben des jüdischen Volkes sichern half, aber das Volk auch absolut von der Außenwelt isolierte. Dieses Regelwerk wurde als Pentateuch niedergeschrieben und immer wieder aktualisiert, was schließlich zur Ausformulierung eines weiteren Buches, des Talmud, führte und zur Selbstausgrenzung des jüdischen Volkes. Zwar verhieß Jahwe den Juden die Reichtümer der Welt, doch zu welchem Preis? Juden durften keine Nichtjuden heiraten, nur Koscheres durfte gegessen werden, Austritt aus der jüdischen Gemeinde wurde sogar mit der Todesdrohung belegt. Wie es scheint, war auch das jüdische Volk nicht übermäßig begeistert über das, was sich seine Priesterschaft in Babylon ausgedacht hatte. Nehemia erzählt, wie der Priester Esra das neue Gesetz verkündete. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Weiber und alle, die es vernehmen konnten, am ersten Tage des siebenten Monats und las daraus. Und Nehemia, der Landpfleger, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die alles Volk aufmerken machten, sprachen zum Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, da sie die Worte des Gesetzes hörten. Die Feindschaft zwischen den beiden Kulturen Babylons und Judas war durch den Angriff Babylons und die Gefangenschaft zementiert worden. Während in Israel Baal als Baal-Zebub, Herr der Fliegen, verhöhnt wurde, bezeichnete man in Babylon den jüdischen Gott Jahwe Jahusatun als Satan selbst. Der Shaddai, der Gott der Tora, war für die Babylonier der Teufel. Doch vergaß man darüber, dass beide Religionen auch ein gemeinsamer Gott verband, der Gott des inneren Lichts, Eluel.
In Palästina geriet dieser Gott mehr und mehr in Vergessenheit und die jüdische Religion verwandelte sich von einem offenen Glauben in ein geschlossenes Gesellschaftssystem. Dieser Missstand war es letztlich, gegen den sich Christus wandte. Und das tat er mit nicht weniger heftigen Worten, als es vor ihm schon die Propheten und auch Nebukadnezar getan hatten. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Jesus prophezeite die Zerstörung Jerusalems und des Tempels als Strafe. Und nicht 50 Jahre nach seinem Tod sollte sich die Prophezeiung erfüllen. Aber auch damit war der Konflikt nicht beendet. Auch in Rom hatte sich der Gegenkult festgesetzt. Hier verehrte man in den Bacchanalien den Gott Dionysos. Dionysos war einer der vielen griechischen Verkörperungen des Osiris oder auch Oser. Livius gibt folgenden Bericht über einen Dionysos-Kult im alten Rom. Es war bekannt, dass schon 2 Jahre lang niemand mehr die Initiation erhielt, der älter als 20 war. Mit der Einführung wurden sie zum Opfer der Priester. Sie führten ihn zu einem Platz, wo man Heulen, Chorgesang, Becken und Trommeln hörte, damit man seine Stimme nicht hörte, wenn er vergewaltigt wurde. Der Verkehr von Männern und Frauen, jung und alt, hatte jedes Gefühl von Anstand zerstört. Man begann, alle Arten von Unzucht und Verbrechen zu praktizieren, da jeder dem frönen konnte, wohin seine Natur neigte. Es gab nicht nur eine Form von Laster, die Promiskuität von freien Männern und Frauen, sondern Zeugen, die Meineide schwören, gefälschte Siegel, Testamente und Beweise, die alle aus derselben Werkstatt kamen. Ebenso Giftmorde und Morde an Verwandten, so dass man manchmal nicht einmal die Leichen fand, um sie zu begraben. Es wurde Magie betrieben und noch mehr Gewalttaten. Diese Gewalt wurde durch das Heulen und das Trommeln und Beckenschlagen übertönt, damit niemand die Schreie hörte, wenn man hurte und mordete. Der große Himmelsjäger Orion hatte sich verwandelt. Vom Gott, der über das Stierzeitalter herrschte, war er zum Totengott Osiris geworden. Der Totengott Osiris hatte sich schließlich verwandelt in einen gehirnten, humpelnden Satyr. Orion war zum Höllenfürsten geworden, zu Satan persönlich. Schon in Phönizien feierte der Schwanz- und Hörnertragende Baal in geheimen Kulten seinen Sieg über den Gott El. Und diese Kulte erlangten nach und nach immer mehr Macht. Der Orion-Kult war damit zur Gegenreligion geworden. Von da war es nur noch ein kleiner Schritt zu den Ausschweifungen und Verbrechen des Dionysos-Kult der Antike. Der Kult um Baal, den Gehirnten, wurde im Untergrund immer mächtiger. Der Siegeszug des Christentums schließlich machte den Orion-Kult zu dem, was wir heute als ultimative Gegenreligion kennen: Satanismus und Luziferianismus. Wie wir wissen, sind wir heute mehr denn je von den Symbolen des ägyptischen Saturn- und Sonnenkultes umgeben.
Doch wie kam es zu der Überlieferung dieses alten Wissens? Wer war verantwortlich dafür? Jeder hat schon einmal etwas von den Freimaurern gehört, ob nun als Verschwörungstheorie oder als persönliche Geschichte irgendeines Verwandten. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Freimaurerei in Deutschland tatsächlich omnipräsent. In England und den USA ist nach wie vor eine höhere Karriere im Rechtswesen oder in der Politik ohne den Siegelring kaum vorstellbar. Immerhin tritt der britische Regent immer wieder öffentlich in seine Funktion als oberster Freimaurer vor die Kamera. Auch die Verbindung der Freimaurer zu den Rosenkreuzern des 16. Jahrhunderts und zu den Tempelrittern des Mittelalters ist bekannt. Die Freimaurer waren sogar selbst die Ersten, die darauf bestanden, ihr Wissen von den Tempelrittern geerbt zu haben. Doch wie gelangte das alte Wissen um den Tempel Salomos und die ägyptische Zahlenlehre aus dem Jahr 1000 vor unserer Zeitrechnung zu den Kreuzrittern des 11. Jahrhunderts? Wie schließt sich dieser gewaltige dunkle Bereich von 2000 Jahren? Welche Kultur könnte einen so langen Zeitraum überdauert haben? Wer könnte das alte ägyptische Wissen über 2000 Jahre hinweg bis zu den Tempelrittern gerettet haben? Die Antwort finden wir in einer Stadt ganz im Süden Europas, in Metapont. Hier war der Sitz einer eigenartigen Sekte, der Namensgeber eigentlich jeder aus dem Mathematikunterricht kennt. Die Pythagoreer. Die Pythagoreer waren eine Glaubensgemeinschaft im antiken Griechenland, deren Begründer der Urvater der modernen Mathematik war, Pythagoras. Pythagoras lebte im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Die genauen Lebensdaten sind allerdings ungeklärt. Er stammte aus Samos, doch mit ungefähr 40 Jahren sollte er sich gezwungen sehen, nach Süditalien auszuwandern. Pythagoras verbrachte seine Jugend in Ägypten und Babylonien und studierte dort Religion und Naturwissenschaft. Mit diesem Wissen kam er zurück nach Griechenland. Doch in seiner Heimat Samos hatte der Tyrann Polykrates die Macht übernommen und so ging er nach Süditalien. Dort tauchte er um 530 vor unserer Zeit in Kroton auf. Das Entscheidende: In dieser Zeit gründet Pythagoras einen Bund, den Bund der Pythagoreer. Ein Bund von Freunden, wie er sich nannte, die sich der Verschwiegenheit verpflichtet hatten. Dieser Bund war nicht nur ein religiöser oder philosophischer Verein. Es war auch kein Verein zur Sammlung von Spendengeldern für humanistische Zwecke. Er war vor allem eines: Er war der einzige Mysterienkult der Antike, der sich politische Ziele gesteckt hatte. Die Lehren der Pythagoreer vereinten auf sonderbare Weise verschiedene Wissensgebiete. Da waren auf der einen Seite Mathematik, Geometrie und eine ganz eigene Zahlenlehre, auf der anderen Seite aber eine religiöse Lehre von Wiedergeburt und Bestrafung von Sünden in der Unterwelt. Die Grundlagen für diese Lehren lagen ganz offensichtlich in Ägypten. Aber auch schon im Griechenland vor Pythagoras finden sich Spuren seiner religiösen Anschauung. Und welche sind das? Gehen wir noch etwas weiter zurück in der Zeit. So finden wir den Mysterienkult der Orphiker. Die Orphiker waren, wen soll es noch verwundern, Anhänger des in Griechenland eigentlich schon überwundenen Saturnkultes. Sie vertraten den Glauben, dass Kronos Saturn, nachdem er von Zeus entmannt worden war, auf die Insel Elysium gelangt wäre. Auf dieser Insel würde Kronos noch immer herrschen, und das goldene Zeitalter, das unter Saturn geherrscht hätte, würde immer noch weiter bestehen. Auch die Orphiker glaubten wie die Pythagoreer an Seelenwanderung und Wiedergeburt, die Reinigung der Seele durch gutes Leben und ein Leben im Jenseits. Genau diesen Glauben der Orphiker verbanden die Pythagoreer nun mit einer Zahlenlehre, wonach allem Sein im Weltall ein bestimmtes Zahlenverhältnis zugrunde liege. So stellten sie Grundsätze der Harmonielehre und der Geometrie auf. Verwunderlich ist allein das Verhältnis der Pythagoreer zum Wissen als Wert. Es ging ihnen nicht etwa um Wissen zum Wohle der Menschheit, sondern um Geheimhaltung dieses Wissens zum eigenen Nutzen. So ist bezeugt, dass der Pythagoreer Hippasos, nachdem er öffentlich gemacht hatte, dass im Ordenszeichen der Pythagoreer das Wissen um die irrationalen Zahlen versteckt wäre, dafür aus dem Bund ausgeschlossen wurde. Als er daraufhin ertrank, wurde dies als Gottesurteil gewertet. Die Pythagoreer vertraten außerdem das Prinzip der kommunistischen Güterteilung. Und der Orden wurde streng geregelt durch ein System von Graden, Aufnahmeprüfungen, Verhaltensregeln und Schweigegelöbnissen.
Doch hier hörte der Anspruch des Bundes noch nicht auf. Er begann, immer mehr Einfluss auf das politische Leben in Kroton zu nehmen. Dadurch wurde die Demokratie mehr und mehr untergraben und die Verteilung von Pfründen unter den Ordensmitgliedern trat in den Vordergrund. Doch die Wut in der Bevölkerung über die Selbstbeweihräucherung und Bereicherung des Ordens wuchs. Und es kam, wie es kommen musste. Schließlich endete der Ehrgeiz der Pythagoreer 445 vor Christus in einem Blutbad. Und fast alle Bundesmitglieder starben in den Flammen ihres Versammlungshauses in Kroton. Doch Pythagoras selbst war schon 509 nach Metapont gegangen. Und obwohl der größte Teil des Bundes in Kroton starb, so gab es doch später immer wieder bekannte Pythagoreer, die vor allem durch ihren großen politischen Einfluss von sich reden machten. So ist von Plato bekannt, dass er in Tarent mit einigen sehr einflussreichen Pythagoreern Freundschaft schloss, die hohe Posten in Politik und Heer einnahmen. Und das über 100 Jahre nach Pythagoras Tod. Der Bund der Pythagoreer hatte es also anscheinend geschafft, seinen politischen Einfluss auszudehnen. Platon soll von der Lehre der Pythagoreer stark beeinflusst worden sein. Platon war der Lehrer von Aristoteles. Aristoteles war der Lehrer von Alexander dem Großen. Spätestens um die Zeit von Jesu Geburt wurde das Wissen der Pythagoreer von Philon von Alexandria mit der jüdischen Religion verschmolzen. Dieses brisante Gemisch aus Geheimbündelei, Saturnanbetung und Zahlenmystik dürfte sich damals schon über den gesamten östlichen Teil des Römischen Reiches ausgebreitet haben. Da Byzanz noch bis ins 15. Jahrhundert existierte und eine erhebliche Rolle bei den Kreuzzügen spielte, ist es mehr als wahrscheinlich, dass der Bund der Pythagoreer auf diese Weise seine Wiedergeburt im modernen Europa erlebte. Wie anders sollte man folgende Zeilen von Schiller interpretieren? Besonders deutlich wird die lückenlose Weitergabe frühesten Wissens an einem Symbol, das wie kein anderes zum Symbol moderner Politik und Ideologie wurde. Das Pentagramm. Wir finden es bereits bei den alten Ägyptern. Auch den Anbetern des Saturn im alten Israel diente das Pentagramm als eine Darstellung des Aspekts des Stern Kewan, vielleicht als ein Symbol des Planeten Venus. In dieser Funktion war es zumindest in Babylonien im Gebrauch. Als Symbol der Göttin Ishtar und des Planeten Venus. Aus diesen Quellen scheinen auch die Pythagoreer geschöpft zu haben, als sie das Pentagramm schließlich, als Pentau, zu ihrem Ordenssymbol machten. Von den Pythagoreern zieht sich dann eine gerade Linie bis zu den Templern, den Rosenkreuzern und Freimaurern und zum Hellfire Club im 18. Jahrhundert, der das Pentagramm zu seinem Symbol machte. Als Blazing Star der Freimaurer trat der Fünfstern schließlich seinen Siegeszug in der Neuzeit an. Wir finden ihn auf vielen Fahnen der Welt. Er verbindet selbst so angeblich gegensätzliche Systeme wie die USA und die Sowjetunion. Doch wie kam der Stern eigentlich auf die Flaggen? Wir wissen, dass die Gründerväter der USA Freimaurer waren. Es ist also wenig überraschend, dass sie auch ihre Ordenssymbole auf ihrer Flagge verewigten. Doch wie kam es,
dass auch der Kommunismus das alte Pythagorea-Symbol auf seine Fahne brannte. Wie konnte ein so antizivilisatorisches, anti-westliches System wie der Kommunismus ein so altes und nicht gerade wenig religiöses Zeichen für sich vereinnahmen? Waren die roten Weltverbesserer einfach nur kurzsichtig? Die Antwort ist einfacher, als manchem lieb sein mag. Der rote Stern der Sowjetunion geht tatsächlich auf die Freimaurerei zurück. Die Ähnlichkeit der beiden Symbole ist ja schon so augenscheinlich. Doch wie wurde das G, das eigentlich nur ein verhunztes Saturn-Symbol darstellt, zu Hammer und Sichel? Hammer und Sichel sind beides, wie wir gesehen haben, Insignien des Gottes Saturn. Der Hammer steht für den Buchstaben Tau, das seinen Ursprung hat im ägyptischen Symbol für Tempel. Die Sichel aber ist dieselbe, mit der Saturn seinen Vater Orion Uranus entmannte. Doch diese Symbolik geht nicht etwa erst auf die Kommunisten zurück. Bereits 1872 entschied die französische Freimaurerei, der Grande Orient de Paris, dass jeder Bezug auf ein höheres Wesen ein Vergehen am reinen Materialismus wäre. Der Buchstabe G steht aber auch für den großen Architekten der Freimaurerei. Und so musste er verschwinden. Er wurde ersetzt, und es wird niemanden mehr überraschen, durch Hammer und Sichel. Die französische Freimaurerei war schon immer für ihre revolutionäre Vorreiterrolle bekannt gewesen. Ihre verheerende Rolle während der Französischen Revolution hatte in ganz Europa für Abscheu gesorgt. Aber Paris ist nicht Moskau. Und die Freimaurerei nicht der Kommunismus. Mag man zumindest denken. Doch die Freimaurerei des 19. und 20. Jahrhunderts hat sich immer wieder als Vorreiterin des Sozialismus betätigt. Und selten erntete sie dafür Kritik. Und wer waren unter anderem Mitglieder des Grand Orient in Russland? Hier nur einige Namen: Wladimir Ilyich Lenin, Leo Trotzki, Karl Radek, Christian Rakowski. Der Saturnkult hat sich, dank der Machenschaften der Geheimbünde, über die ganze Welt verbreitet. In den USA betet die Hochpolitik die Eule des Illuminatenordens an und bringt ihr Opfer dar. Und niemand scheint etwas dagegen tun zu können. In England herrscht die Freimaurerei unangefochten unter ihrem Oberhaupt, dem britischen Regenten. Und in Russland hat sich der kommunistische Zweig des Moloch-Kultes anscheinend noch nicht von der Macht verabschieden wollen. Und so stehen wir heute, ebenso wie unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren, vor einem Geheimnis. Dem Geheimnis, das mit der Anbetung des Orion im alten Ägypten begann. Das Fischezeitalter geht zu Ende und das Zeitalter des Wassermanns beginnt. Mit ihren Erkenntnissen über die Präzession haben uns die Ägypter die Augen geöffnet für den Wandel der Epochen. Doch was erwartet uns jetzt? Was bringt das neue Sonnenzeitalter? Und welches politische Vermächtnis haben uns die Ägypter hinterlassen? Wird es zu einem letzten Aufbäumen des Saturnkultes kommen? Werden die Geister, die vor langer Zeit gerufen wurden, versuchen, noch einmal das Rad der Geschichte zurückzudrehen? Wird die moderne Idee der demokratischen Republik einem totalitären Weltstaat und einer Elite religiöser Fanatiker geopfert werden, wie es schon einmal im antiken Griechenland versucht wurde? Orion war die Grundlage verschiedener antiker Mythen. Wir haben bereits gesehen, dass die Geschichte von Osiris auf ein Ereignis vor über 4000 Jahren zurückging, nämlich auf die Ablösung des Stierzeitalters durch das Widderzeitalter. Viel bekannter als der Osiris-Mythos sind die Erzählungen von Herakles oder Herkules, die auf das Gilgamesch-Epos zurückgehen. Gilgamesch war ja selbst eine Reinkarnation des Orion. Erinnern wir uns noch an die Geschichte? Herkules wie Gilgamesch mussten 12 verschiedene Aufgaben bestehen. Darunter die Tötung eines Stiers, eines Löwen und einer Schlange. Orion wird ja nicht umsonst der große Jäger genannt. Die Vermutung liegt jedenfalls nahe, dass es auch hier um die Beschreibung eines astronomischen Ereignisses geht. Bei der Zahl 12 kommen einem natürlich als erstes die Tierkreiszeichen in den Sinn. Orion als Herr der Präzision, also als Herr der Sonne, überwindet die 12 Sternzeichen des Tierkreises.
Die Parallelen sind nur allzu offensichtlich. Und darüber wurden bereits Bücher geschrieben. Wie steht es aber mit den geheimeren Überlieferungen? Was verbindet zum Beispiel die Freimaurerei, um die es ja schon die ganze Zeit ging, mit dem Orion-Mythos? Das könnte man ganz einfach aufzeigen, wenn es sich dabei nicht gerade um Geheimwissen handeln würde. Doch zum Glück gab es immer wieder Freimaurer, die ihr Schweigegelöbnis brachen und ihr Wissen öffentlich machten. Hören wir also die Geschichte von Hiram Abiff, dem Helden der Freimaurerei. Hiram Abiff, auch Adonai genannt, war ein Baumeister aus Tyrus in Phönizien und Sohn einer Witwe. Er war der Erbauer des Salomonischen Tempels. Seine Arbeiter sind in drei Grade eingeteilt: Lehrlinge, Gesellen und Meister. Jede dieser Gruppen hatte ihre eigenen geheimen Parolen und Griffe. Als der Bau vollendet ist, betet er allein darin. Da tauchen auf einmal drei Lehrlinge oder Gesellen mit den Namen Jubela, Jubelo und Jubelum auf und wollen von ihm das Wort und den Griff des Meisters erfahren. Als er sich weigert, es ihnen zu verraten, bringen sie ihn mit drei Hieben um. Die drei Mörder vergraben ihr Opfer an einem nahegelegenen Hügel, wobei sie eine junge Akazie entwurzeln. Nach einer Woche kommen neun Meister an dieser Stelle auf der Suche nach Hiram vorbei. Einer hält sich bei dem Versuch, den Hügel zu erklimmen, an der Akazie fest und zieht sie aus der Erde, wodurch Hirams Leiche zum Teil zum Vorschein kommt. Die Leiche wird zu Grabe getragen. Die Mörder werden gefasst und bestraft. Bei Hirams Beerdigung trugen alle Meister weiße Schurze zum Zeichen, dass sich keiner von ihnen mit Hirams Blut befleckt hatte. Diese Geschichte hat wiederum zwei Quellen. Die eine ist die sogenannte Tempellegende, in der die Gehilfen aber nicht Hiram, sondern sein Meisterstück, das eherne Meer, zerstören. Verzweifelt stürzt sich Hiram in das auflodernde Feuer und dringt so bis zum Mittelpunkt der Erde vor, wo ihm sein Ahne Tubal-Cain begegnet. Hiram erfährt von den weisheitsvollen Büchern des Tau. Von Tubal empfängt er das goldene Dreieck und einen T-förmigen Hammer. Zurückgekehrt stellt er sein Werk, das eherne Meer, wieder her. Vor seiner Ermordung durch seine neidischen Gesellen wirft er das Dreieck in einen tiefen Brunnen. Nur wer in sich selbst, so heißt es, einen höheren Tempel baue, finde es wieder. Die andere Quelle für die Hiram-Legende liegt in Babylon. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war es nämlich nicht der Tempel Salomos, den die Freimaurer wieder errichten wollten, sondern der Turm von Babylon. Fassen wir also noch einmal zusammen, bevor wir hier die Übersicht verlieren. Es geht um einen Mann namens Hiram oder auch Adonai. Er stammt aus Phönizien. Er ist Sohn einer Witwe, Erbauer eines religiösen Zentrums und Träger von geheimem Wissen. Er wird ermordet und von einem Baum umschlungen. Die Leiche wird aber wiedergefunden und ordentlich beerdigt. Die Übeltäter werden bestraft und Hiram wird zum Begründer eines religiösen Kultes. Die Geschichte klingt zwar nach wie vor dunkel, doch dass Osiris und Hiram auf denselben Mythos zurückgehen, scheint deutlich genug. Wird ein neues Mitglied bei den Freimaurern eingeweiht, so durchläuft er die Geschichte von Hiram auf symbolische Art. Der Adept kommt in einen schwarzen Raum mit einem Gerippe, muss sich vielleicht sogar in einen Sarg legen. Früher wurde er auch gefesselt und in einen Brunnen hinabgelassen, ähnlich wie in Ägypten die Initianten Todesängsten ausgesetzt wurden bei ihrer Einweihung. Seine Augen werden verbunden, dann wird er einem Examen unterzogen. Wie die Seele, die in der Unterwelt gewogen wird, soll herausgefunden werden, ob er würdig ist. Dann beginnen die sogenannten Maurerreisen. Der Neuling muss immer noch mit verbundenen Augen über Hindernisse hinwegsteigen, wird mit Feuer und mit Wasser erschreckt. Er muss die drei Elemente Feuer, Wasser und Erde berühren, wie die Freimaurer sagen. Erst dann darf er in den Tempel eintreten. Hier muss er zuletzt ein Schweigegelöbnis ablegen. Er verpflichtet sich damit, nichts über das zu verraten, was er in der Loge erfährt. Früher tat er dies noch unter Androhung der Todesstrafe. Ist der Lehrling einmal aufgenommen, wird er mit den Symbolen der Freimaurerei vertraut gemacht: dem Zirkel, dem Winkel, dem Hammer, dem Schutz und den anderen Signes. Das Sinnbild des Lehrlingsgrades ist der raue, unbehauene Stein. Steigt der Lehrling zum Gesellen auf, ist sein Sinnbild der kubische, glatte Stein. Die Freimaurerei unterteilt sich, wie schon bemerkt, in Lehrlinge, Gesellen und Meister.
Dies gilt zumindest für die blauen oder Johanneslogen. Die roten Andreaslogen dagegen, die man auch als Hochgradfreimaurerei bezeichnet, haben mindestens 33 Grade. Die Bezeichnungen blau und rote Logen beziehen sich dabei auf die jeweilige Farbe der Ordenszeichen. Das Verhältnis zwischen Johannes- und Andreaslogen ist eines von Geben und Nehmen. Kommen wir zurück zur Verbindung zum Osiris-Mythos. Wir haben gesehen, dass Hiram folgende heilige Symbole hat: das goldene Dreieck, den Hammer oder das Tau, einen Schutz. Auch Orion trägt einen Schutz, ebenso wie Osiris. Das goldene Dreieck kennen wir schon als Dreieck der Pythagoreer, die Tetraktis, aber auch als Dreieck auf dem Obelisken, den Benbenstein. Woher stammt nun das Tau? Wir finden es wieder im Buchstaben Pi. Der Buchstabe Pi nämlich ist das Bild eines Tores, das aus zwei Taupfeilern gebildet wird. Man kann auch sagen, dass der Buchstabe Tau das Grundelement jeden Tempels ist. Dieses Pi finden wir auch auf der Namenplatte wieder. Der Begleiter Orions, also das Urbild von Isis, trägt es als Anhänger um seinen Hals. Hier sieht man ganz deutlich, dass es sich beim Ankh, also dem Lebensschlüssel der Ägypter, nur um eine Vereinfachung von Pi handelt. Und außerdem finden wir das Pi oder Tau auch noch am Kopf der Platte. Es steht hier selbst in einem Durchgang, einer Öffnung. Das doppelte Tau ist das Symbol eines heiligen Tores, eines Tempels. Wenn die Nama-Palette, also eine Karte des Übergangs vom Zeitalter der Zwillinge zum Zeitalter des Stiers ist, dann steht dieses Tor Pi, also für den Durchgang der Sonne in ein neues Zeitalter. Das Symbol Pi erscheint aber nur auf der Vorderseite der Nama-Palette. Betrachten wir die Rückseite der Palette, so sehen wir zwar ein ganz ähnliches Symbol, aber ohne das Zeichen Pi, also ohne das Tor. Das Tor ist verschwunden. Die beiden Taus sind verschwunden. Der Tempel ist verschwunden. Die Sonne ist durch das Tor getreten. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Dies ist die eigentliche Bedeutung der Nama-Palette. Der Eintritt in ein neues Sonnenzeitalter, geführt vom Herrn der Präzision, Orion. Dabei tritt die Sonne durch ein Tor, das von zwei Säulen gebildet wird, zwei Taupfeilern. Diese zwei Säulen sind die Weltpfeiler, die nach dem ägyptischen Mythos der Entstehung der Welt aus dem Urberg oder Urhügel entstanden. Im Moment der Schöpfung soll Atum, der Selbstentstandene, aus der Urflut geboren worden sein. Durch seine Schöpfungskraft erhob sich aus dem Urgewässer ein Hügel, der Urhügel, auch Benben genannt, so dass Atum das erste Land betreten konnte. Die gesamte Symbolik der Freimaurerei geht auf diesen einen Mythos zurück. Und so finden wir auch den Tempel und das Tor wieder, in Gestalt des Tempels Salomos und der zwei Säulen der Freimaurerei Joachim und Boas. Diese große Geschichte, die Geschichte der Initiation in ein neues Zeitalter, die Geschichte von Orion, Osiris, Hiram, Abiff, begegnet uns auch in heutigen Medien wieder. Nehmen wir nur die Herr-der-Ringe-Trilogie. Worum geht es in diesem Film? Drei Freunde werden von Ungeheuern bedroht, die ein allsehendes Auge auf einer Säule haben. Um zu gewinnen, müssen sie zu einem Berg, der sich öffnet. Und dabei müssen sie vorbei an den Säulen. Ganz ähnlich ist es mit der Geschichte von Dorothy im Lande Oz oder mit der Fernsehserie Die dreibeinigen Herrscher aus den 80ern. Es ist immer dieselbe Geschichte. Dass an dieser Parallele mehr dran ist, kann man auch an der Ähnlichkeit der Namen erkennen. Man muss allerdings nur etwas genauer hinschauen. Der große Zauberer in Herr der Ringe heißt Sauron. Sein Helfer heißt Saruman. Der Zauberer im Zauberland heißt Oz. Und der König der Könige in Die dreibeinigen Herrscher heißt Ozymandias. Oz, Ossi, Sauron, Saruman, Osa. Nichts anderes als der ägyptische Name des Osiris. Schauen Sie sich diese Geschichten näher an und Sie werden sehen, dass sie alle auf Biegen und Brechen versuchen, den Osiris-Freimaurer-Mythos neu zu erzählen.
Wenn wir schon bei der Osiris-Geschichte und der Freimaurerei sind, es gibt noch einen weiteren Film, den man hier nicht auslassen kann. Und zwar Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Wir haben also gesehen, dass sich alles um eine Initiation dreht. Der Mensch soll wie die Sonne durch ein Tor gehen, um in das neue Zeitalter eingeweiht zu werden. Die ganze Welt soll in das neue Zeitalter treten. Und dazu braucht es anscheinend Rituale und Symbole. Das Hauptsymbol dieser Einweihung sind die fallenden Türme. Das Symbol Pi, das auf der Rückseite der Namepalette verschwunden ist. Wenn Sie mitgedacht haben, dann haben Sie vielleicht gerade auch an die fallenden Türme in Herr der Ringe oder an die fallenden Dreibeiner in die dreibeinigen Herrscher gedacht. Und wenn Sie ganz verrückt sind, dann haben Sie sich vielleicht genau jetzt auf die Zunge gebissen, weil Ihnen die Zwillingstürme des 11. September eingefallen sind. Zwillingstürme? Zwillinge? Der Gott des Stierzeitalters besiegt die Zwillinge. Wo haben wir das gleich nochmal gehört?
Wer war nochmal der Gott des Stierzeitalters? Jetzt gehen wir aber zu weit, oder? Ganz genau, so ist es. Sehen Sie sich bitte folgendes Bild an. Sie erkennen hier vielleicht das schwarze Gebäude, das vor den brennenden Türmen steht. Sieht aus wie der Monolith aus 2001, oder? Ach ja, Monolith, 2001. Sehen Sie bitte bei Wikipedia nach, wenn Sie es nicht glauben. Dieses Hotel, das Millennium Hilton, wurde laut Aussage des Architekten nach dem Vorbild des Monolithen aus 2001 Odyssee im Weltraum errichtet. Es wurde 1992, also 9 Jahre vor dem 11. September 2001, eingeweiht. Hier das Logo der Hilton-Gruppe. Zwei Pfeiler mit einem Wirbel. Erst durch die Sprengung der Zwillingstürme wurde das Millennium Hilton vom Flussufer aus sichtbar. Man sieht hier, wie es direkt hinter einem Glasgebäude steht, dem Wintergarten, das wie eine Mischung zwischen einem Tor und einer aufgehenden Sonne aussieht. Und so sah die Situation vor dem 11. September aus. Hier die geplanten Gebäude um den Freedom Tower und hier die gebrochene Säule der Freimaurer. In einem anderen Buch, Rendezvous mit Rama, beschreibt Arthur C. Clarke, der Autor von 2001 Odyssee im Weltraum, wie ein Komet an einem 11. September 3 Städte vernichtet. Und hier noch ein Buch von Arthur C. Clarke. Der Buchumschlag stammt von 1953. Hier noch einmal der Monolith aus dem Film 2001. Über ihm sehen wir die Konjunktion von Sonne und Mond. Ein Zeichen für die Verschmelzung von männlichem und weiblichem, Yin und Yang. Auch diese Szene stammt aus dem Film 2001. Und hier ihre Entsprechung am Ground Zero. Natürlich konnte dann auch das Auge des Horus, das allsehende Auge, nicht fehlen. Hier das Ritual, das nach dem 11. September abgehalten wurde. Und hier die Zahlen 9, 11 in römischen Zahlen. Was hat es mit dem Datum 9/11 auf sich? Etwas trockene Geschichte. 1111 werden die Templer gegründet. 1118 wird der Orden offiziell angenommen. Der Orden hat 9 Gründungsmitglieder, die für 9 Jahre keine neuen Mitglieder aufnehmen. Am 9.11.1848 wird der Revolutionär Robert Blum erschossen. Am 9.11.1918 wird die Republik gleich zweimal in Deutschland ausgerufen. Am 9.11.1923 führt Hitler seinen Putsch durch. Am 9.11.1925 wird die SS gegründet. Am 9.11.1938 findet die Reichskristallnacht statt. Am 11.09.1941 schließlich, also auf den Tag genau 60 Jahre, bevor es als Teil der Terroranschläge von einem Flugzeug getroffen wird der erste Spatenstich für das Pentagon-Gebäude gemacht. Am 9.11.1989 wird die Mauer geöffnet. Am 11.09.1990 hält George Bush Senior seine erste Rede über die neue Weltordnung. Am 11.09.1991, also genau ein Jahr später und 10 Jahre vor 9/11, hält George Bush eine weitere Rede über die neue Weltordnung. Im September 1992, also wieder ein Jahr später, wird schließlich das Millennium Hilton eröffnet. Am 11.09.1994, also genau 7 Jahre vor 9/11, stiehlt der Selbstmörder Frank Carter, so die offizielle Version, eine Cessna und fliegt sie in das Weiße Haus. Woher kennen Sie also Ausdrücke wie Ground Zero, Controlled Demolition, Nordturm etc.? Richtig, aus dem Film Fight Club. Er erschien 2 Jahre vor 9/11. Im März 2001, 6 Monate vor dem 11. September schließlich, läuft dieser Pilotfilm der Serie The Lone Gunman im amerikanischen Fernsehen. What is Scenario 12D? We know it's a war game scenario, that it has to do with airline counterterrorism. Why is it important enough to kill for? Because it's no longer a game. But if some terrorist group wants to act out this scenario, why target you for assassination? Depends on who your terrorists are. The men who conceived of it in the first place. You're saying our government plans to commit a terrorist act against a domestic airline? There you go. Indicting the entire government as usual. It's a faction. A small faction. For what possible gain? The Cold War's over, John. But with no clear enemy to stockpile against, the arms market's flat.
But bring down a fully loaded 727 into the middle of New York City, and you'll find a dozen tin pot dictators all over the world just clamoring to take responsibility and begging to be smart bombed. I can't believe it. This is about increasing arms sales. Mm-hmm. When? You said they intend to bring us down in the middle of New York City? What if there is no bomb? Well, how are they going to bring it down? Same way a dead man can drive a car. I need to know our flight plan. I'm mapping the data now. Liars. Flight's gonna make an unscheduled stop in exactly 22 minutes. Corner of Liberty and Washington. Lower Manhattan. World Trade Center. I'm gonna crash the plane into the World Trade Center. I'll tell the flight crew. Hier einige Gebäude, die bei 9/11 eine Rolle spielen. Das Weiße Haus, das Kapitol, das Pentagon, der neue Freedom Tower. Und hier die ägyptische Hieroglyphe für den Stern Sirius, den Stern der Isis und Begleiter des Orion. Wir erinnern uns, genau das war die Figur auf der Narmer-Palette, die den Buchstaben Pi um den Hals trug. Und hier die Statue der Isis am Hafen von New York. Wie hieß gleich nochmal die Fortsetzung von 2001? 2010? Ach ja, 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Worum geht es? Die Russen machen sich auf den Weg nach Europa. Natürlich der Jupitermond, nicht der Kontinent. Es gibt politische Spannungen in Mittelamerika. Naja, schauen Sie sich den Film am besten selbst an. Viel wird in den letzten Monaten und Jahren erzählt über 2012 und das Ende der Welt. Doch schon immer hatten die Menschen Furcht, dass die Welt untergeht. Und betrachten wir die Weltgeschichte näher, so hat es auch schon immer kleine Weltuntergänge gegeben. Immer gab es Kriege, Katastrophen und dann wieder lange Friedenszeiten. Reiche entstanden und Reiche vergingen. Mykene, Israel, Babylon, Persien, Karthago, Rom, das Reich Karl des Großen. Und schauen wir noch etwas genauer hin, so sehen wir, dass zwischen diesen großen Umbrüchen auch immer etwa gleich lange Abschnitte lagen. Sogar ziemlich gleich lange Abschnitte. Um genau zu sein, circa 250 Jahre. Fast immer genau sogar. Vielleicht ist dies nur Zufall, jedenfalls gefällt es unserer Geschichtsschreibung, die Geschichte in ungefähr 250 Jahre lange Abschnitte einzuteilen. Ab 1200 vor unserer Zeit, das dunkle Zeitalter der Antike. Ab 950 vor unserer Zeit, Niedergang Israels. Ab 750 vor unserer Zeit, archaisches Zeitalter der Antike. Ab 500 vor unserer Zeit dann, die Blütezeit Karthagos und Griechenlands. Ab 250 vor unserer Zeit die Expansion Roms, circa ab der Zeitenwende dann das Römische Kaiserreich, ab circa 250 unserer Zeit die Spätantike, dann ab 500 unserer Zeit das Dunkle Zeitalter, ab circa 750 das Frankenreich, ab circa 1000 das Hochmittelalter, ab circa 1250 das Spätmittelalter, ab circa 1500 die frühe Neuzeit, ab circa 1750 die Moderne. Nun könnte man denken, diese Einteilung entspräche eben der Logik eines Wissenschaftlers. Solche Leute denken halt etwas einfacher. Andererseits, jeder dieser Abschnitte der abendländischen Geschichte wird begrenzt durch herausragende Ereignisse, die zu dieser Einteilung führten. Und diese Ereignisse traten tatsächlich immer gehäuft auf. Bei solchen Häufungen spricht man dann auch von Umbruchszeiten. Nun wäre auch dies noch nicht weiter beunruhigend, denn dies stellt ja noch lange keine Gesetzmäßigkeit dar. Und das reicht keinen Grund zur Sorge,
Die Zeit um 1500 war zwar sehr aufregend für Europa, aber noch lange kein Weltuntergang. Wenn da nicht noch ein weiterer Zufall hineinspielen würde. Jeder, der bei Astrologie gleich an Hausfrauenhoroskope denkt, wird jetzt sicher mit den Schultern zucken. Doch trotzdem soll es nicht unerwähnt bleiben. Es gibt einen Planeten, dessen Umlaufzeit um die Sonne tatsächlich ca. 250 Jahre beträgt. Den Planeten Pluto. Von der modernen Wissenschaft wurde der Planet Pluto erst 1930 entdeckt. Ein Zwergplanet weit draußen im Sonnensystem. Neben dem großen Zyklus, der ca. 247 Jahre beträgt, hat dieser Planet aber auch noch einen kleinen Zyklus. Und was ist nun dieser kleine Zyklus? Wir wissen, dass die Menschen der Antike die Sternzeichen erfanden und mit ihnen den Tierkreis. Und sie orientierten sich an diesem Tierkreis. Derselbe Tierkreis übrigens, den wir auf den letzten Seiten der Illustrierten finden. Dieser Kreis von Sternzeichen besteht aus 12 einzelnen Sternbildern. Jedes dieser Zeichen durchschreitet Pluto also in den 250 Jahren seines Sonnenumlaufs. Daher hält sich Pluto also immer ca. 20 Jahre in einem Tierkreiszeichen auf. Mal mehr, mal weniger. Denn Pluto hat eine sehr exzentrische Umlaufbahn um die Sonne. Eine besondere Bedeutung hatte bei den alten Astrologen das Sternbild Steinbock. Es wurde auch als das Tor des Todes bezeichnet. Wieso? Nun, vielleicht auch deswegen. Als Pluto ca. 1200 vor Christus in das Sternzeichen Steinbock einrückte, ging Mykene unter. Die meisten griechischen Burgen wurden zerstört, Ägypten wurde von den Seevölkern überfallen und das ganze Mittelmeergebiet versank in das dunkle Zeitalter. Um 952 vor Christus rückte Pluto wieder in das Sternzeichen Steinbock ein. Kurz darauf löste sich das Reich Israel auf. Um 705 vor Christus ging Pluto das nächste Mal in den Steinbock. Und die Assyrer zerstörten und eroberten Babylon und das Nordreich Israel zur selben Zeit. 458 vor Christus, Pluto trat in den Steinbock ein, in Griechenland begann der 30-jährige Bruderkrieg zwischen Athen und Sparta und Karthago stieg zur Weltmacht auf. Und wieder 247 Jahre später trat 211 vor Christus Pluto in den Steinbock ein. Kaum 5 Jahre später war Karthago nur noch eine Provinzstadt und Rom war nur der neue Herrscher im Mittelmeerraum. Dann das Jahr 35 unserer Zeit. Kein besonderes Jahr, obwohl es fast genau mit der Kreuzigung Jesu zusammenfällt. Wenig später waren sowohl Rom als auch Jerusalem nur noch Aschehaufen. Im Jahre 281 traf sich Pluto wieder im Steinbock. Rom versank beinahe im Chaos, das die Soldatenkaiser hinterließen. Nur 3 Jahre später begann nach offizieller Schreibung die Spätantike. Dann das Jahr 528. Rom wurde von den Barbaren überrannt und war 40 Jahre später Geschichte. Und wieder folgte ein 250-jähriges dunkles Zeitalter. Bis sich ein gewisser Karl Ende des 8. Jahrhunderts aufschwang, das Römische Reich neu zu begründen. Mit eiserner Faust. Pluto war 775 in den Steinbock getreten und die Mauren in Europa eingefallen. 1022 war es dann wieder soweit. Pluto ging in den Steinbock. Keine 10 Jahre später brach das Kalifat in Spanien zusammen. Die Normannen überrannten England, Heinrich IV. Ging barfuß nach Canossa und das Zeitalter der Kreuzzüge brach an. 1267 trat Pluto in den Steinbock. Friedrich II. War gestorben, Deutschland fiel ins Chaos und das Heilige Land an die Araber. Das Spätmittelalter begann. Pluto ging 1515 wieder in den Steinbock. Amerika war gerade entdeckt und Spanien zurückerobert. Und keine 2 Jahre später nagelte Luther seine 95 Thesen fest und begann damit die Reformation, die für die nächsten 250 Jahre Europa in Glaubenskriege stürzen sollte. Und wieder 246 Jahre später, 1761, fanden sich Europa und Amerika im ersten wirklichen Weltkrieg, dem Siebenjährigen Krieg. Nur 15 Jahre später, gerade als Pluto in den Wassermann eintrat, hatte Amerika seine Revolution, Bayern seine Illuminaten und Frankreich stand am Abgrund, dessen blutigen Terror Europa unter die Fuchtel Napoleons und das Deutsche Reich zum Untergang bringen sollte. Nun, das klingt alles ganz nett, aber irgendwie auch unglaubwürdig. Soll tatsächlich ein kleiner Haufen Fels weit draußen im All unsere Geschichte bestimmen? Zumindest stimmt eines. Würde man die Geschichte seit dem Untergang Mykenes bis heute in Pluto-Zyklen unterteilen, das heißt also 247 Jahre lange Abschnitte,
Käme man auf eine ganze Zahl, ohne Kommastellen. Stand 2008. Die 250 Jahre der Wissenschaft klingen zwar rund, gehen aber leider nicht ganz auf. Doch es wird noch verrückter. Was denken Sie zum Beispiel, wenn Sie die Daten 1914, 1939, 1972 oder 1985 hören? Sie denken vielleicht, aha, das waren doch alles bedeutende Daten des 20. Jahrhunderts, oder? Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, die Ostgespräche, Perestroika, das weiß man doch. Nun, Sie können genauso gut denken, aha, ging da nicht Pluto in ein neues Sternzeichen? Und tatsächlich ist es so. 1914 wechselte Pluto in das Sternbild Krebs, kurz vor Kriegsausbruch. 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Auch hier, kurz vor Kriegsausbruch, trat Pluto ins Sternbild Löwe ein. 1957 ging Pluto ins Sternzeichen Jungfrau. Aber 1957 ist doch gar nichts passiert. Nun, nichts weiter als die Machtübernahme Chruschtschows in der Sowjetunion, die sogenannte Entstalinisierung und der Beginn des Tauwetters. 1972 begannen dann die Ost-West-Gespräche um Abrüstung und Zusammenarbeit. Auch dies ein Zufall? Genau in demselben Jahr, 1972, trat Pluto in die Waage ein. 1985 kam Gorbatschow und Perestroika. Und Pluto ging in das Zeichen Skorpion. Der nächste Übergang fand 1995 statt. Pluto ging aus dem Skorpion in den Schützen über. Diesmal passierte wirklich nichts. Außer der Einführung des Internets vielleicht und dem vom Westen finanzierten Aufschwung Chinas. Der letzte Übergang Plutos geschah 2008. Obama kam, der Georgienkrieg und die Weltwirtschaftskrise. Pluto steht jetzt wieder im Zeichen Steinbock. Wir hatten bereits einige Beispiele, was passieren kann, wenn Pluto im Steinbock steht. Aber wir haben auch gesehen, dass überhaupt nichts Schlimmes passieren muss, wenn Pluto das Sternzeichen wechselt. Immerhin waren doch Perestroika, die Abrüstungsgespräche und die Machtübernahme Chruschtschows etwas Gutes, oder? Nun, zumindest wenn man das Wohlergehen Sowjetrusslands und des Kommunismus als etwas Positives für Europa und Amerika und für die Freiheit der Menschen im Allgemeinen betrachtet. Was war das Ergebnis der Machtübernahme Chruschtschows? Die Situation in der Sowjetunion war folgende. 1953 war Stalin gestorben und hatte keinen Nachfolger hinterlassen. Eine kurze Terrorherrschaft des NKWD in Moskau wurde von einer Troika-Regierung, an der Chruschtschow teilhatte, abgelöst. Es begannen Unruhen. Streiks in Sibirien, in Ost-Berlin rebellierten die Arbeiter und wenig später kam es in Polen und Ungarn zu echten Volksaufständen. 1956 schien den Kommunisten im Ostblock tatsächlich endgültig die Macht zu entgleiten. Die ganze Welt schaute nach Ungarn. Und die Ungarn waren überzeugt, der Westen würde ihnen beistehen. Doch genau in diesem Augenblick, im Herbst 1956, begann Israel den Angriff auf Ägypten. Und die Welt war abgelenkt. Moskau konnte nun seelenruhig in Budapest einmarschieren. Tausende starben. Und der Westen schaute weg. Kurz darauf übernahm Chruschtschow allein die Macht und zog die Zügel wieder an. Was bewirkte das folgende Tauwetter? Die Sowjetunion bekam endlich wieder mehr Kredite und die wirtschaftliche Hilfe aus dem Westen, die sie die nächsten 30 Jahre überleben ließ. Dasselbe geschah übrigens auch 1972. Abrüstung und Öffnung hier, Kredite und Wirtschaftshilfe da. Das ging bis hin zu kriegswichtigen Gütern, wie den Steuerungen für Interkontinentalraketen, die 1972 von den USA an die SU geliefert wurden. Nachzulesen ist das bei dem durch seine Enthüllung berühmt gewordenen Anthony Sutton. Waren diese Entwicklungen gut für die Welt? Wir werden sehen. Doch wieso bricht manchmal ein Krieg aus, wenn Pluto in eine neue Phase eintritt und manchmal gibt es Friedensgespräche? Die Astrologie ist, wie wir alle wissen, keine Wissenschaft und erst recht keine einfache, weswegen sie auch von den heutigen Wissenschaftlern ignoriert wird.
Doch sucht man selbst als Laie Hinweise auf Zusammenhänge, so wird man überraschend schnell fündig. Schauen wir uns doch einmal die Horoskope für die Tage, an denen Kriege ausbrachen, etwas genauer an. Wer sich nur kurz einführend mit Astrologie beschäftigt hat, wird wissen, dass es sogenannte gute Planeten gibt und die sogenannten Bösewichte. Zu den guten Planeten zählt man üblicherweise Venus, Merkur und Jupiter. Die Bösewichte sind dementsprechend Mars, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Schauen wir uns also das Horoskop für den 29. Juli 1914 an und schauen wir nach den Bösewichtern. Und so sehen wir gleich, dass Mars, Saturn und Pluto durch merkwürdige rote Linien verbunden sind. Die roten Linien sind Fachsymbole und bedeuten so viel wie ungünstige Spannungsverhältnisse. Die Planeten bewegen sich am Himmel und nehmen dabei entweder sympathische oder antipathische Beziehungen auf, genau wie im normalen Leben. Manchmal stimmt eben die Chemie überhaupt nicht. Wir haben jetzt das Horoskop für den Ersten Weltkrieg gesehen, allein bedeutet das natürlich gar nichts. Deshalb sollten wir auch die anderen Daten vergleichen. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs sieht es folgendermaßen aus. Dieselben Spannungen zwischen Saturn, Mars und Pluto. Beängstigend. Doch es könnte auch Zufall sein. Wenn wir jetzt weitere Tage ansehen, an denen kleinere Kriege begannen, so stoßen wir immer wieder auf ähnliche Spannungsverhältnisse. Allerdings nie zwischen allen dreien Planeten gleichzeitig. Und auch wenn man alle anderen Daten durchsieht, ein Spannungsverhältnis zwischen Saturn, Mars und Pluto gleichzeitig scheint sehr selten zu sein. Eine Ausnahme gibt es in den letzten Jahren allerdings, den 22.12.2001. An diesem Tag trafen sich kurz alle drei Planeten. Am selben Tag begann Deutschland seinerseits den Krieg gegen Afghanistan. Die astrologische Bedeutung des Zusammenspiels von Pluto, Mars und Saturn ist auch gar nicht so schwer zu verstehen. Mars steht astrologisch für Krieg und Aggression, Pluto für Wandel und Transformation. Und Saturn steht für Ordnung oder auch für die alte Ordnung. Der Planet Saturn ist auch dem Sternbild Steinbock zugeordnet. Jetzt verstehen wir also die Bedeutung der Pluto-Phasen besser. Jedes Mal, wenn Pluto in das Sternzeichen Steinbock tritt, das dem Saturn zugeordnet ist, verändert sich die alte Ordnung. Kein Zufall also, dass die Geschichtswissenschaft in ihrer Einteilung mit der Astrologie übereinstimmt. Und jedes Mal, wenn Pluto, Mars und Saturn in einem Spannungsverhältnis zusammentreffen, sich also gegenseitig negativ beeinflussen, wandelt sich die alte Ordnung, und zwar durch Krieg. Befinden wir uns also etwa schon im Dritten Weltkrieg? Wohl kaum, denn wenn, dann hätten wir es sicher schon gemerkt. Der Krieg in Afghanistan ist immer noch ein örtlich begrenzter Feldzug, auch wenn viele globale Spieler daran beteiligt sind. Doch man sollte vorsichtig sein. Droht uns in nächster Zeit vielleicht ein ähnliches Erwachen, wie unsere Vorfahren es schon so oft erleben mussten? Wenden sich die Sterne gegen uns, wie sie es gegen so viele Zivilisationen vor uns taten? Ist dies überhaupt möglich? Wir befinden uns, wie es die Esoteriker oft predigen, am Beginn des Wassermann-Zeitalters. Die Sonne ist auf ihrem scheinbaren Weg der Präzision im Sternzeichen Wassermann angekommen. Wieder gilt dasselbe, auch wenn die Ägypter, die Phönizier und Babylonier ihre Kultur an diesen Vorgängen ausrichteten. Muss das noch lange nicht heißen, dass der Eintritt der Sonne in ein neues Sternzeichen für uns bedeutend ist. Allerdings kann man es auch nicht ausschließen. Sehen wir uns also die Horoskope der nächsten Zeit aufmerksam an. Pluto befindet sich wieder im Steinbock und die Sonne im Wassermann. Zählt man das eben Gehörte zusammen, so spricht einiges dafür, aufmerksam zu sein. Schon in diesem Jahr 2010 erwartet uns nämlich eine, wenn nicht erschreckende, so doch extrem außergewöhnliche Konstellation. Am 31. Juli 2010 wird genau die Verbindung von Saturn, Mars und Pluto eintreten, von der wir eben im Zusammenhang mit den Weltkriegen hörten. Und sie wird sich nicht auflösen, sondern sogar noch intensivieren. Am 10. August erwartet uns dann eine Spannungsverbindung fast aller Planeten. In der astrologischen Fachsprache müsste es wohl maximales Quadrat heißen, wobei Quadrat in diesem Zusammenhang nichts Gutes bedeutet. Außerdem kommt es gleichzeitig zu einer Konjunktion von Sonne und Mond,
die zudem in einem Spannungsverhältnis zu den anderen Planeten steht. Aber sehen Sie selbst. Bitte lassen Sie sich durch diese Dokumentation nicht beunruhigen. Egal, was passiert oder was nicht passiert.